Grab, ihr stinkenden Stinker. Heute schauen wir uns mal Tiere an, bei denen du froh sein wirst, dass diese ausgestorben sind. Wenn es euch also gefällt, lasst ein Like da. Okay. Unserem Planeten steht das größte Tiersterben seit der Zeit der Dinosaurier bevor. Oh. Aber dieses Mal ist es nicht der Meteorit, der ihr Leben bedroht, sondern der Mensch. Echt? In den letzten 50 Jahren hat der Mensch fast 2/3 der Arten vernichtet. Oh. Du wirst nie wieder den süßen sardinischen Pika hören. Lol. Der Orangenfrosch wird dich nicht mehr mit seinem Quaken vor dem Regen warnen. Und die Fans von Teenager-Melodramen werden den tasmanischen Tiger im Zoo nicht mehr als gestreiften Jakob bezeichnen können. Okay. Aber im Gegensatz zu manchen Tieren haben wir erlebt, dass wir mit Hilfe der Gentechnik Wunder bewirken können. Am 23. Februar diesen Jahres kam es zu einem sensationellen Ereignis. Der australische Fotograf Neil Waters stellte atemberaubende Inhalte ins Internet. Ein Bild eben jenes tasmanischen Tigers, der vor 85 Jahren als ausgestorben galt. Es könnte bedeuten, dass die Wissenschaftler bereits heimlich Fortschritte beim Klonen gemacht haben. Aber es gibt noch eine andere Frage. Ist es das wert, es zu tun? Okay, warte mal. Also was? Der hat ein Tier gefunden, was seit 85 Jahren ausgestorben ist und jetzt denken die Wissenschaftler klonen die Tiere, oder was? Warte mal. Ey, ich bin jetzt voll verwirrt. Was ist denn das jetzt, hä? Okay. Bitte was? Bevor wir antworten, möchte ich dir jemanden vorstellen. Um das zu tun, musst du deinen Kopf heben. Dies ist der Hastadler, der größte Raubvogel der Geschichte. Boah. Hastadler sind die größten Adler der Welt. Und der Harpier sehr ähnlich. Mhm. Nur war er doppelt so schwer und seine Flügelspannweite war um 40% größer. Er lebte auf der Südinsel Neuseelands, bis die Menschen den majestätischen Vogel rücksichtslos ausrotteten. Die Legende besagt, nachdem die Maori den Moa, die Hauptnahrungsquelle des Hastadlers, ausgerottet hatten, begann sich der Riesenvogel an den Menschen zu rächen und jagte kleine Kinder. Was? Deshalb mussten die Maori den furchterregenden Vogel töten. Der Mensch ist zum gefährlichsten Raubtier und Killer aller Zeiten. Bro, imagine einfach, du bist in deinem Kind unterwegs, läufst so rum und so auf einmal kommt ein Adler und packt dein Kind und frisst es auf. Boah, weht er. Bro, was? Aber neuseeländische Kinder spielen im Garten, ohne Angst zu haben, vor einem Riesenvogel weggezerrt zu werden. Vielleicht würdest du gerne ein anderes Tier von den kürzlich Ausgestorbenen klonen. Wie gefällt dir dieser Typ? Der Kurznasenbär. Okay, ich glaube, ich check das Video jetzt. Wir reden über das Klonen und so und jetzt werden uns Tiere gezeigt, die alle ausgestorben sind, wo wir froh sind, dass die ausgestorben sind. Okay. Schwerer jetzt. Als das moderne Nashorn, 50% größer als die größten Eisbären. Boah. Und wie du sehen kannst, doppelt so groß wie du. Um zu überleben, muss er mindestens 33 Pfund essen pro Tag. Das bedeutet mindestens einen Corgi. Jetzt schau mal, wer da rechts von dir steht. Megalania ist die größte Landeidechse, die der Wissenschaft bekannt ist. Sie war ach, so lang wie ein zweistöckiges Gebäude und wog so viel wie das Herz eines Blauwals. Was? Aber weder sie noch der antike Grizzly waren in der Lage, vor einem Menschen zu fliehen. Echt in der jetzt? Nahrungskette wurde der Mensch zu ihrem Rivalen, nachdem er alles zerstört hatte, was der Bär und Megalania fraßen. Es wow. ist gut möglich, dass die Menschen diese Raubtiere einfach getötet haben, als sie ihnen begegnet sind. Glaubst du nicht? Lerne sie erst einmal kennen. Aber wo sind sie? Du wirst Megalania nicht auf Anhieb sehen. Na. Bro, das ist schon echt crazy, wenn du überlegst, der Mensch schrottet einfach die ganze Welt so aus. Bäume abgefällt, Tiere umbringen, so alles stirbt aus. So, Mensch eigentlich richtig Dreck, gell? Nein, es ist nicht scheu. Es ist nur so, dass die Echse aus dem Hinterhalt jagt. Sie wird dich sofort bewegungsunfähig machen, was? Indem sie die Sehnen mit ihren rasiermesserscharfen Boah. Zähnen durchschneidet. Hast du dieses Video gesehen, wie man Chips richtig öffnet? Keiner weiß, dass Megalania das alles schon längst herausgefunden hatte. Hä? Es wird dir sofort den Bauch aufreißen und wow. anfangen, dich bei lebendigem Leib zu verspeisen. Es wow. ist schade, dass eine so einzigartige Spezies ausgestorben ist. Was für schade! Ende der 90er Jahre gab es viele Spekulationen, dass Megalania in Australien oder Neuguinea... Bro, der sagt Bauch auffressen, Alter. Schade, dass es ausgestorben ist. Junge, willst du von deinem Bauch aufgefressen werden, oder was? Leute, ey, ich weiß nicht, was der will, aber ich weiß, was ich will. Wenn ihr neu seid, lasst ein kostenloses Abo da. Jeden Tag ein neues Video. Gebt mir mal eine Chance. Wenn ihr morgen keinen Bock mehr habt, könnt ihr euch einfach umentscheiden, wieder deabonnieren, ja? Aber gebt mir eine Chance, jeder, der neu ist, klickt mal auf Abonnieren. Los geht's. Jalla, danke. Wurde. Vielleicht lebt es noch.
ohne geklont worden zu sein. Und hier kommt der Bär. Er hat keine Probleme, dich zu finden, wegen seiner unverwechselbaren, supersensiblen Nase. Schau, seine Reißzähne sind in verschiedene Richtungen gerichtet, ähnlich wie bei einem Tiger. Im Gegensatz zu Megalania können die seitlichen Zähne eines Bären nicht nur die Sehnen, sondern auch die Knochen effektiv durchtrennen. Die Ausrottung solcher Ungeheuer war eine Notwendigkeit für das Überleben der Menschen. Aber was hätte der vielgepriesene Internetstar, der tasmanische Tiger, mit uns gemacht? Okay. Tilassin, wie er auch genannt wird, starb 1936 aus. Was noch nie bedeutet, gehört, dass er schon da war, als die Kamera erfunden wurde. Ach so. Und wir können echte Bilder von ihm sehen. Hab keine Angst, näher an ihn heranzugehen. Er ist wie eine große Katze mit einer interessanten, gesteiften Färbung. Okay. Schau, wie schön er gähnt. Sein Maul öffnet sich um 90 Grad. Es stellte sich heraus, dass diese gestreifte Katze nicht so harmlos ist. Und wer weiß, was ein Mensch von ihr zu erwarten hat. Du solltest deine Finger lieber nicht in das Maul stecken. Im Jahr 2005 setzte die australische Zeitschrift The Bulletin eine Belohnung von 1,25 Millionen australische Dollar für denjenigen aus, der einen lebenden Tilassin fängt. Und Neil Waters, Präsident von Tilassin Evernos, kann dank des Fotos einer ganzen Familie von Tilassin einschließlich eines Jungtiers zum Millionär werden. Hä? Vielleicht ist der gefundene Tilassin das Ergebnis erfolgreicher Experimente von Wissenschaftlern auf dem Gebiet des Klonens. Und bald werden wir in der Lage sein, die anderen kürzlich ausgerotteten Tiere, die ich vorgestellt habe, wiederzufinden. Übrigens, die Leute... Warte, ist das jetzt oder ist das Vergangenheit? Das ist jetzt, oder? Also... Es war jetzt über eine Million darauf ausgesetzt, dass man dieses Tier findet. Und er hat es gefunden und jetzt ist es irgendwie geklont oder nicht geklont. Habe ich es richtig verstanden? Bro, ich bin voll aus das Video. Irgendwie, ich finde den Faden nicht. Ich finde den Leitfaden nicht, Bro. Die Leute, die als Erste daran gedacht haben, sind die Wissenschaftler vom Lazarus-Projekt der Universität von New South Wales. Sie entnahmen Gewebe eines Frosches, der seit den 70er Jahren tot und eingefroren war. Die Wissenschaftler implantierten es erfolgreich in ein Ei einer eng verwandten Froschart. Obwohl keiner der Embryonen mehr als ein paar Tage überlebt hat, könnte dies der erste Schritt in Richtung Jurassic Park in echt sein. Lol. Denn ich glaube, wir vergessen die wahren Helden, die Megatiere, die schon vor langer Zeit ausgerottet sind. Bro. Und man hat nicht einmal von ihnen oder ihren Superkräften gehört. Was wirklich interessant wäre, in den Park mit den wiederauferstandenen Ureinwohnern zu setzen, wäre Helicorprion. Dieser Raubfisch ist die unbeliebteste Figur der Zahnfee. Seine Zähne hatten eine ungewöhnliche Fähigkeit. Sie fielen nicht aus, sondern drehten sich am Unterkiefer wie ein Rad. Was? Mit dieser tödlichen Spirale beging Helicorprion früher ein paläozoisches Kettensägen-Massaker. Oh mein Gott. Wenn man Helicorprion durch die Glasscheibe eines großen Aquariums betrachtet, würde sich ein Besucher des Parks sehr dafür interessieren. Das wäre Steven Spielberg. Er wäre sicher inspiriert, den nächsten Jaws mit dieser Figur in der Hauptrolle zu drehen. Es sei denn natürlich, Helicorprion wird bei diesem Vorsprechen geschlagen von... Bro, der hat einfach eine Säge aus Zähnen vorne am Mund. Was gibt's für Tiere? Es gibt so viele Tiere auf der Welt. Was war für eine kranke Action, bevor die Menschen da waren? Kilolamna Milarce. Das sieht aus wie ein Pokémon. Er hat viel mehr Chancen, denn am 18. März veröffentlichten Wissenschaftler die Nachricht über ein erhaltenes Fossil dieses kreidezeitlichen Hais, der im Golf von Mexiko gefunden wurde. Okay. Sein besonderes Merkmal? Brustflossen. Die Flügeln ähneln. Und er ähnelt einem lustigen Stachelrochen, der im Körper eines rücksichtslosen Hais gefangen ist. Hm. Es wäre interessant, andere ausgestorbene Tiere zu Hause zu halten, anstatt im Park. Denn jetzt ist es sehr in Mode, ein Minischweinchen als Haustier zu haben. Aber was ist mit Entelodont? Ach, das riesengroße Kannibalenschwein. Mit seinen 8 Zoll langen Reißzähnen war das Lektorschwein nicht abgeneigt, seine eigene Art zu fressen. Wenn dein Hund seine Arbeit nicht gut macht, solltest du wissen, dass Räuber sicher auf den Geschmack von Entelodont kommen würden. Hoffentlich bleibt der Besitzer davon verschont. Es ist erstaunlich, dass das Einzige, was diese Supertiere retten kann, das Klonen ist. Trotz ihrer Kraft haben sie es alle nicht geschafft. Bro, aber willst du solche Tiere klonen? Willst du, dass die wieder da sind? So die, ich check's nicht, oder? Also wenn die so Area 51 sind, bestimmt so ein paar Dinos oder so, oder? Safe, oder? Und die eiern da rum und so. Aber wenn du die in die Menschheit rauslässt, die fressen uns doch auf, oder? Boah, ich bin voll bewegt. Ich hab dieses Video, ich hab's gar nicht gecheckt.
Ich hab's gar nicht gecheckt, aber Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like, dann lasst ein Abo. Das sind Tiere, bei denen wir froh sind, dass sie ausgestorben sind. Oh, jetzt selber keine Ahnung.